Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind bei der ersten Sendung von Fit fürs Leben. Mein Name ist Janine Steger und ich freue mich sehr, dass wir uns gemeinsam in den nächsten 15 Minuten um die Themen Gesundheit und Wohlbefinden kümmern können. Denn Gesundheit ist mit das Wichtigste, was wir haben. Ernährung ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Aber wie gesund kann man sich denn eigentlich ernähren? Wir haben recherchiert, wie viele Vitalstoffe jeder Mensch pro Tag aufnehmen muss für einen gesunden Organismus. Und dann haben wir eine junge Frau gebeten, auszuprobieren, ob man das ausschließlich über die Nahrung schafft. Muss doch funktionieren, sagen Sie. Wir sind überrascht vom Testergebnis. 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag. So die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Diese 5 Portionen sollen die Vitalstoffe liefern, die wir für diesen Tag mindestens brauchen. Vitalstoffe sind alle vom Körper benötigten Substanzen, um gesund zu bleiben. Dazu gehören zum Beispiel Vitamine, Mineralien und wertvolle Pflanzenstoffe. Diese 5 Portionen werden im besten Fall in 3 Mahlzeiten zu sich genommen. Und das ist heute die Aufgabe von Theresa Gschmeidler. Beraten wird sie von Ernährungsexpertin Dr. Gabriele Anderl. Denn sie weiß, dass zu gesunder Ernährung mehr als nur Obst und Gemüse nötig sind. Vitalstoffe stecken vor allem in Kräutern, in den wertvollen Pflanzenölen, in Wurzeln, Samen, Saaten und in eben besagten Obst und Gemüse. Wichtig ist, sich mit regional verfügbaren und saisonalen Lebensmitteln zu versorgen. Denn Obst und Gemüse aus der Region werden reif geerntet. Und reife Ernte bedeutet mehr Qualität. Und das bedeutet wiederum mehr Vitalstoffe. Und der Biofaktor spielt nachweislich auch eine Rolle. Wer mehr gesunde Inhaltsstoffe in der Frucht möchte als beim konventionellen Lebensmittel, setzt auf Bioqualität. Also hier habe ich unsere Einkaufsliste. Mhm. Vielleicht schauen wir noch mal, was wir alles brauchen. Okay, also es sind schon noch ganz schön viele Produkte, die wir noch brauchen. Muss es so viel sein? Also ja, ich habe uns ja 3 sich sinnvoll ergänzende Gerichte zusammengestellt. Und nur diese Vielfalt an Lebensmitteln sichert uns dann auch die Vielfalt an gesunden Inhaltsstoffen. Ah, fangen wir mal gleich an. Okay. Die roten Paprika brauchen wir. Wer sich also gesund ernähren will, muss Zeit für Einkauf und Zubereitung haben und auf verschiedenste Lebensmittel zurückgreifen. Einmal die Woche darf es auch Fleisch sein. Also jetzt haben wir unsere 3 Mahlzeiten hier soweit vorbereitet. Zum Frühstück gibt es ein selbstgemachtes Birchermüsli. Da haben wir 14 Zutaten drin. Zum Mittagessen verwöhnen wir uns dann mit einem Ananas-Paprika-Curry, bestehend aus 19 Zutaten. Und zum Abendessen gibt es dann einen lauwarmen Kartoffelsalat mit roter Beete und Räucherlachs. Und da sind sogar 20 Zutaten drin. Das ist erst die Basis, die wir da geschaffen haben, um uns so in etwa mit allen wichtigen Vitalstoffen zu versorgen, die man täglich braucht. Und die Realität der Deutschen sieht leider anders aus. Große Teile der Nahrungsenergie stammen aus versteckten Fetten und wertlosem Zucker. Zusammen mit Alkohol gehen bis zu 70% der von uns aufgenommenen Energie auf das Konto leerer Kalorien. Dagegen sieht die gesunde Ernährung schon rein optisch viel leckerer aus. Wie viel Zeit müsste ich da jetzt einplanen, um so ein Mittagessen und Abendessen vorzubereiten? Naja, also fürs Mittagessen, ich denke, gute halbe Stunde, 30 Minuten. Und fürs Abendessen circa auch noch mal 30 Minuten. Mhm. Boah, das ist schon ganz schön ein großer Zeitaufwand. Ich weiß nicht, ob ich den aufbringen könnte. Und während des Kochens muss ich dann noch irgendwas Spezielles beachten? Ja, also wichtig ist, dass wir dann hernach die verschiedenen Gemüsesorten nur ganz kurz kochen. Die Vitamine sind ja sehr hitzeempfindlich. Okay. Besser wäre natürlich dämpfen oder dünsten. Ah. Da bleiben die Vitamine besser erhalten. Mhm. Zugegeben, diesen Aufwand jeden Tag zu bewältigen, ist nicht nur für die vollzeitarbeitende Theresa eine fast unüberwindbare Hürde. Es gibt allerdings Alternativen und damit sind aber nicht Fertigprodukte gemeint. Fertiggerichte sind keine gute Alternative, da sie meist zu viele ungesunde Zutaten enthalten. Auch die klassischen Nahrungsergänzungen sind nicht zu empfehlen.
aus ernährungstherapeutischer Sicht sinnvoll ist ein aus Lebensmitteln hergestelltes Vitalstoffkonzentrat im Sinne eines Gesundheitssaftes. Fazit: Regionales und saisonales Obst und Gemüse sind für einen gesunden Speiseplan unerlässlich. Die optimale Vitalstoffzufuhr ist über die Mahlzeiten zwar möglich, erfordert aber Muße und viel Zeit. Natürliche Vitalstoffpräparate können hier eine gesunde Grundbasis sichern und so die Grenzen des Alltags überwinden helfen. Die Rezepte für die leckeren Gerichte, die Sie gerade im Film gesehen haben, die können Sie auch auf unserer Homepage abrufen unter fitfürsleben.tv. Wir haben gelernt also, gute Ernährung alleine reicht nicht, wir müssen Vitalstoffe zuführen. Aber in welcher Form denn nun? Vitaminpillen? Da sagt man aber immer, das funktioniert eigentlich gar nicht so richtig. Und muss die Vitalstoffergänzung nicht eigentlich viel besser natürlich sein? Eine gute Frage für unsere Rubrik Mythen. Und da bekommen Sie nicht nur die Antwort auf die Vitaminfrage. Vitalstoffe steuern lebenswichtige Abläufe in unserem Körper. Daher dreht sich auch vieles um diese Mikronährstoffe, die wir durch unser Essen tagtäglich zu uns nehmen. Doch welche Vitalstoffe sind nun besonders wichtig und wie können wir uns ausreichend mit ihnen versorgen? Wir essen in der Familie viel Obst und Gemüse. Also ich versuche mich ausgewogen zu ernähren. Also man versucht es natürlich schon immer, dass man ausreichend Obst und Gemüse isst, aber das macht man halt meistens dann doch zu wenig. Ich habe jetzt auch davon gehört, man sollte 5 bis 7 Portionen Obst und Gemüse auch essen. Wenn ich ehrlich bin, also ich schaffe das nicht und ich achte jetzt wirklich drauf. An der TCM-Klinik in Bad Kötzting werden Patienten mit traditionellen chinesischen Heilmethoden behandelt. Ein ausgewogener Vitaminhaushalt spielt dabei eine bedeutende Rolle. Der ärztliche Direktor Dr. Stefan Hager wird von seinen Patienten oft mit Mythen konfrontiert, die schlichtweg falsch sind oder verunsichern können. Ein Klassiker darunter: Spinat ist gesund und hat viel Eisen, was wiederum auch zu den Mikronährstoffen zählt. Doch stimmt das wirklich? In 100 Gramm Spinat sind ungefähr 2,9 Milligramm Eisen. Und da ist ein Kommafehler gemacht worden, das waren dann 29 Milligramm. Und dieser Fehler, der hat sich dann praktisch über die Generationen weiter verpflanzt. Aber die Ernährungswissenschaftler haben festgestellt, dass im Spinat relativ viel Magnesium, Vitamin B1, Vitamin B2 ist und vor allem auch die wertvolle Folsäure. Grünes Blattgemüse und Hülsenfrüchte wie Erbsen und Bohnen sind die Gemüsearten mit dem höchsten Eisengehalt. Hier gilt, unser Körper braucht Vitamin C, um das Eisen aufnehmen zu können. Was uns direkt zum nächsten Mythos bringt. Die alleinige Einnahme von Vitamin C-Tabletten beuge Erkältungskrankheiten vor. Vitamin C ist ein ganz wichtiges Vitamin für das Immunsystem. Leider ist es so, dass man mit Vitamin C allein also Erkältungskrankheiten und nicht vorbeugen kann und uns das Immunsystem praktisch fast nichts bringt. Ja. Man braucht eine breitere Palette an Vitalstoffen, also Spurenelemente noch zusätzliche Vitamine und auch vor allem die sekundären Pflanzenstoffe. Und da ist in Studien belegt, dass das Vitamin C viel besser aufgenommen wird und viel bessere Wirkung für das Immunsystem hat. Genau diese Synergieeffekte sind es, welche die gesundheitsfördernde Wirkung von Vitaminen und anderen Mikronährstoffen maßgeblich positiv beeinflussen, also das Zusammenwirken vieler Stoffe. Dennoch gibt es immer wieder kritische Stimmen, die vor der Einnahme von Vitaminpräparaten warnen. Richtig ist, dass es Studien gibt, dass Einzelvitamingaben, synthetische Vitamine über einen längeren Zeitraum gegeben und in zu hoher Dosis, dass das wirklich Schäden machen kann. Aber in dieser Form ist unser Körper das auch gar nicht gewöhnt. Über Jahrmillionen ziehen wir unsere Vitalstoffe aus den Lebensmitteln. In einem Apfel ist ja auch nicht bloß Vitamin C drin. Da sind ein Haufen zusätzliche Vitalstoffe mit drin, die sehr wertvoll sind für die Gesundheit. Wenn eine Vitalstoffergänzung so konzipiert wird, dann kann sie uns in keinem Fall schaden. Im Gegenteil, dann hat es einen enormen Nutzen für unsere Gesundheit. Das zeigen auch aktuelle Studien eindeutig. Es bringt also nichts, hochdosierte Einzelsubstanzen einzunehmen. Viel wichtiger ist eine natürliche und vielseitige Versorgung mit Vitaminen, die sich gegenseitig ergänzen. So bleibt auch der Genuss nicht auf der Strecke und eine gesunde Fitness bildet die Basis für ein neues Lebensgefühl.
Fürs Wohlbefinden ist das Thema Bewegung natürlich auch ganz wichtig. Und möglicherweise haben Sie schon mal etwas von Faszien gehört. Bei mir sitzt jetzt ein Faszien-Experte, nämlich Oliver Klies, Gesundheitsmanager. Und wir dürfen hier heute bei Ihnen im Gesundheitszentrum sein. Vielen Dank und schönen guten Tag. Hallo, freut mich. Was genau sind denn eigentlich Faszien? Faszien sind bindegewebige Hüllen, die unter anderem unsere Muskulatur umgeben. Was heißt das genau? Ich kann Ihnen das gerne mal an einer Orange demonstrieren. Mhm. Sieht so aus. Die Orange hat ihre Oberschale. Das ist die Oberschicht, die unsere Muskeln umgibt. Mhm. Dann gibt es die mittlere Schicht, die umgibt einzelne Muskelbündel. Und die innerste Schicht umgibt einzelne Muskelfasern, die Zellen der Orange. Drei Schichten zusammen, das sind alles zusammengenommen die Faszien? Genau. Und welche Funktion haben die im Körper? Und warum rücken die momentan immer mehr in den Fokus? Faszien haben sehr, sehr viele Funktionen in unserem Körper. Zum einen sind sie für die Leistungsfähigkeit zuständig, haben aber auch eine ganz wichtige Stützfunktion für den kompletten Bewegungsapparat. Das heißt Muskeln, Knochen, Sehnen, Bänder, Organe, das alles. Also den Faszien sollten wir wirklich Beachtung schenken. Genau. Vielen Dank für das Gespräch und die Informationen. Und Sie können ganz viel tun für Ihre Faszien, nämlich völlig simpel zu Hause. Und die Anleitung dafür bekommen Sie im folgenden Film. Eine Gymnastikmatte, ein ganz normaler Tennisball und eine Hartschaumrolle, auch als Blackroll bekannt. Und schon kann es mit dem Faszientraining losgehen. Denn die Selbstmassage sorgt dafür, dass das Fasziengewebe, also die Bindegewebshüllen um die Muskeln herum, wieder glatt und geschmeidig wird und somit seine netzartige Form zurückerlangt. Verklebungen und Schmerzpunkte können so gelöst werden. So, du nimmst dir die Rolle und legst sie unter den Nackenbereich. Jetzt rollst du ganz entspannt, ohne Druck, nach links und rechts. So, das massiert jetzt deine Hals- und Nackenmuskulatur, was ganz gut für die Verspannungen ist. Den Druck kannst du dir erhöhen, indem du den Brustkorb leicht anhebst. Genau. Das Ganze wiederholst du bitte 12 Mal pro Seite. Das ist eine super Übung für zu Hause, die leicht nachzumachen ist und ideal für den meist verspannten Hals- und Nackenbereich. Für diesen gewünschten Massageeffekt des Gewebes ebenfalls gut geeignet ist ein handelsüblicher, eher etwas härterer Tennisball. Mit dem Tennisball rollst du jetzt bitte deinen Schulterbereich. Mhm. Du nimmst ihn in die linke Hand, stellst dich mit dem Rücken zur Wand, greifst über die rechte Seite und legst ihn dir an der Schulter an. Genau. Jetzt machst du bitte kreisende Bewegungen. Sehr gut. Und das Ganze ist sehr gut für die Schultermuskulatur, zum Lockern, um die Verklebungen zu lösen. Das Ganze machen wir auch wieder 12 Mal. So, jetzt rollst du ein bisschen weiter zur Mitte, dass du ein kleines Stück neben der Wirbelsäule den Ball platzierst und rollst jetzt rauf und runter. Genau, immer runter und wieder rauf. Und du kannst den Druck regulieren, indem du weiter von der Wand weggehst. Achte aber bitte darauf, dass es nicht zu schmerzhaft wird. Ansonsten stellst du dich bitte wieder näher an die Wand dran. Das ist eine ganz tolle Übung, um die Muskulatur im Schulterbereich und im oberen Rücken zu massieren, zu entspannen und auch sehr gut, um Schmerzpunkte aufzulösen. Und auch die Füße, die zwar täglich viel leisten, aber gerne mal etwas vernachlässigt werden, eignen sich ideal fürs Faszientraining. Du legst den linken Fuß drauf und rollst jetzt langsam nach vorne und nach hinten. Du regulierst das Ganze so, dass du den Druck spürst, dass es aber nicht zu schmerzhaft ist. Und nach 12 Mal wechseln wir dann die Seite. Das ist auch eine sehr gute Übung zur Entspannung der Faszien am Fuß, am Fußgewölbe. Sehr gut. Das ist eine ganz einfache Übung für zu Hause, um den Fuß, der oft vernachlässigt wird, zu behandeln. Das war schon angenehm und diese kleinen Verspannungen haben sich auch dann wirklich schon während dem Rollen gelöst. Ein gutes Zeichen, dass sich die Verkürzungen und Verhärtungen des Fasziensystems langsam lösen und Sie Ihrem Körper mit nur wenigen Minuten täglich dauerhaft etwas Gutes tun. Man kann also sowohl mit Bewegung als auch mit gesunder Ernährung und der Zufuhr von Vitalstoffen richtig viel Gutes für sich tun. Probieren Sie es doch einfach mal aus und bleiben Sie fit fürs Leben. Bis zum nächsten Mal.